Christian Morgenstern mit Rolf Berg und Stefan Wipf an der Gitarre. Gruselet. Der Flügelflagel gaustert durchs Viruvaruvolz, die rote Fingo plaustert und grausig gutzt der Golz. Die grenzüberschreitende Fantasie Morgensterns in seinen Galgenliedern, die Grenzen zwischen dem Dies und dem Jenseits, der obskure Humor, seine Wortgewalt und die dadurch entstehenden aberwitzigen Wortgestalten in seine literarischen Wortfantasien haben uns dazu veranlasst, dieses Programm zusammenzustellen. Eine vergnügliche Reise durch einen sprachlichen Zauberwald, voll seltsamer Gestalten, wie dem Zwölfelf, der Histrix, dem Mondschaf und vielen, vielen anderen mehr, erwarten Sie. Humor ist eben Humor und hat jederzeit seinen eigenen Ernst und Sinn für sich. Christian Morgenstern mit Rolf Berg und Stefan Wipf, am 28. Mai in der Bühne 7, um 21 Uhr und bei gutem Wetter draußen. Jetzt bei RFH. Flüchtlinge legen Malereien frei. Fachwerkzentrum organisiert Seminare. Stadtwerke Wernigerode unterstützen 21. Schlossfestspiele 2016. Auf Spurensuche von Harzer Sagen und Mythen. Die Reise vom Bodetal bis zum Brocken. RFH. Einfach näher dran. Stadtwerke Wernigerode unterstützen 21. Schlossfestspiele 2016. Damit ist es besiegelt. Auch 2016 erhält das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode finanzielle Rückendeckung. Die ist auch nötig, um den alljährlichen Höhepunkt im Programmplan verwirklichen zu können. Zum inzwischen 21. Mal verwandelt sich Schloss Wernigerode zu den Schlossfestspielen im August in ein Mekka der Klassik. Ein Vorhaben, das auch den Stadtwerken Wernigerode seit langem am Herzen liegt. Es ist uns wichtig, weil das eine sehr hochkarätige Veranstaltung ist, die schon sehr weite Kreise zieht, sei es durch die Sänger oder auch durch das Publikum. Also Urlauber und Gäste aus weiter Ferne kommen hierher und Wernigerode wird dadurch bekannter und bunter, noch bunter als es schon ist. Und wir unterstützen das gern, weil wir die Möglichkeiten haben und weil eben auch wir diese Veranstaltung sehr schätzen und auch selbst besuchen. Zwar wurde über die Höhe der Zuwendungen Stillschweigen vereinbart, dass es ohne die tatkräftige Unterstützung der Sponsoren aber unmöglich wäre, die Schlossfestspiele stattfinden zu lassen, ist, so Musikdirektor Christian Fitzner, unstrittig. Die Schlossfestspiele wären so nicht durchführbar. Wir stünden wahrscheinlich vor Serenadenkonzerten im Schlossinnenhof. Denn die Tatsache, dass die Sponsoren in Ergänzung zu den Eintrittsgeldern und zum Land und Lotto, die Schlossfestspiele finanzieren, ist ein drittes Standbein. Und man sagt ja immer so schön, mit dem zweiten sieht man besser. Und ich sage, auf drei Beinen steht es sich sicher. Und auf zwei Beinen möchte keiner sitzen. Und deshalb freue ich mich, dass unsere Musiker und die Schlossfestspiele auf drei Beinen stehen. Dem Sponsoring, der hiesigen Wirtschaft, den Eintrittsgeldern und Besuchern damit auch, die zahlreich hoffentlich wieder kommen. Und dem Land und Lotto als überregionalen Partnern. Darüber hinaus nutzt Musikdirektor Christian Fitzner die Gelegenheit, einen kleinen Ausblick auf das diesjährige Festspielprogramm zu geben. Dieses Jahr läuft das ein bisschen anders ab und ganz bewusst auch mal ein bisschen anders als die letzten Jahre. Das Eröffnungskonzert spielt unser Orchester, aber mit einem rumänischen Gastdirigenten. Da freue ich mich sehr, da haben wir jemanden sehr Hochkarätiges eingeladen aus Temeswar. Und es gibt dazu eine spanische Nacht mit wunderbaren Konzertstücken, für zwei Gitarren ein Solokonzert, dann ein wunderbares Gitarrenkonzert, was die ganze Welt kennt, dann eine Suite über den Liebeszauber, wunderschönes Stück, ist auch sehr bekannt. Also es wird, und noch ganz tolle Tänze von Ginastera, ein Stück, ganz toll. Dieses Jahr wird es den Freischütz zu sehen geben. Warum gerade den und wie passt der vielleicht hier auf Schloss Wernigerode, wie passen da Stück und Location zusammen? Freischütz passt vielleicht jetzt vom Thema her mehr in die Region als aufs Schloss. Es ist jetzt nicht direkt, ganz direkt mit Adel in Verbindung. Es gibt zwar auch den Fürsten und so, Kuno und Ottokar und wie sie alle heißen, aber die Handlung spielt eigentlich in einem Ort wie Wernigerode. Freischütz als von Schützenvereinen her und Glücksschuss und dass man nicht daneben schießt und ein bisschen Liebe und was auch immer, das passt wunderbar in die Region. Also da gibt es fast keine passendere.
als den Harz. Und von daher ist das perfekt deutsches Stück. Deutsch National und mit romantischen Anklängen, und Wernigeröder Singakademie kann man da mit reinnehmen und integrieren, und kommen auch Gastsänger aus dem Chor von Westharz, also perfekt. Und auch der Regisseur, der das dieses Jahr wieder umsetzen wird, ist ja kein Unbekannter. Der kennt Schloss Wernigerode, der war schon mal hier. Herr Ponada wird das wieder machen, und er hat gesagt, er wird so ein paar Sachen vielleicht anders machen, als man das vom Freischütz erwartet, haben Sie vorhin durchklingen lassen. Können wir da so zwei, drei kleine Sachen vielleicht durchgucken lassen? Ja, ich glaube, eine Sache kann man vielleicht ein bisschen andeuten. Es gibt einen Jägerchor, den kennt die ganze Welt, den kennen alle Männerchöre Deutschlands, und das ist ein wunderschönes Stück, ist ein Klassiker, und der wird noch ein bisschen erweitert werden auf Kosten der Männer, und insofern ist das, glaube ich, eine ganz tolle Idee, nette Idee. Ich habe es noch nicht gesehen und noch nicht gehört, aber wir haben darüber schon gesprochen, und dann werden wir natürlich auch mit dem Feuerzauber und anderen Dingen ein bisschen versuchen, wenn es um Freikugeln gießen geht und so, dass dann doch den Schlossinnenhof ein bisschen unheimlich gestalten. Das andere überlasse ich alles nochmal seiner Fantasie und seiner Umsetzungsfähigkeit. Zur Last Night wird es exotisch. Da haben Sie indische Klänge angekündigt. Wie passt das zu Schloss Wernigerode? Wie kommt die Idee zustande, das nach Wernigerode zu bringen in der Form? Ja, der Anlass ist, und da freue ich mich, dass wir das dieses Jahr trotz dieses sehr exotischen Themas nochmal bedienen können musikalisch. Der Anlass ist die Ausstellung von Dr. Juranek mit dem Schmuck des Maharajas. Und ich habe lange, lange überlegt, und eigentlich findet man in der musikalischen Literatur mit Indien kaum, vom Stoff her kaum was. Es ist, wenn Japan mit Butterfly oder Turandot mit Asien, China, man findet alles, aber Indien tritt in Deutschland und auch in der europäischen musikalischen Literatur kaum auf. Und es ist uns doch gelungen, was zu finden, und es ist ein schönes Stück über eine Prinzessin sogar, Prinzessin Izail, und ein uraltes Thema aus der Region Indien, Asien, und dann von Gustav Holst, einem sehr bekannten Komponisten, noch auch in Richtung Indien und der Tradition gehende Stücke. Es ist nicht indische Musik, sondern es ist sozusagen, wie das eben in der Zeit so oft war, schon bei Mozart anfing mit den Janitscharen, mit der türkischen Musik, indische Kultur mit europäischen Mitteln interpretiert. So muss man sich das vorstellen. Und die Violinisten müssen umschulen auf original indische Instrumente, oder wie wird das funktionieren? Das ist nett, dass Sie das gerade wegen Violinisten fragen. Nein, die müssen das nicht. Die dürfen weiter ihre europäischen gewohnten Klänge spielen. Aber gerade in dem Stück mit der Prinzessin gibt es ein wunderschönes Geigensolo. Oboe, Geige. Und kommen auch ein bisschen exotischere Instrumente drin vor in dem Stück. Also, aber alles in Verbundenheit zur europäischen Tradition. Vom 29. Juli bis 2. September bringt das Philharmonische Kammerorchester Wernigerode Schloss und Klassik zusammen. Alle Einzelheiten zu den 21. Wernigeröder Schlossfestspielen finden Sie online unter www.pkow.de/schlossfestspiele. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Der Sonntag macht seinem Namen noch einmal alle Ehre. Erst zum Abend machen sich teils ergiebige Regenwolken breit. Der letzte Tag der Woche startet bewölkt bei Frühwerten um 16 Grad. Im gesamten Tagesverlauf wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Höchstwerte liegen in den Mittagsstunden bei 25 Grad. Zum Nachmittag nimmt die Bewölkung immer weiter zu. Am Abend erreichen uns die ersten Gewitter. Nachts regnet es nahezu überall, bei Temperaturen um 18 Grad. Nass geht's zum Start in die neue Woche weiter. Am Montag ist es unbeständig und es gibt immer wieder teils ergiebige Schauer bei Höchsttemperaturen um 23 Grad. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell.
auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Große Pläne. Angewandte Moderne in Sachsen-Anhalt in der Zeit von 1919 bis 1933. Ein Ausstellungsprojekt der Stiftung Bauhaus Dessau im Verbund mit Ausstellungen in Halle, Magdeburg, Merseburg, Leuna, Elbingerode und Quedlinburg. Entdecken Sie Erfinder, Architekten, Bauwerke und Produkte und ihre weltweite Wirkung in Gegenwart und Zukunft. Von Gertrud Arndt bis Bruno Taut, von Hugo Junkers bis Max Falier. Das ganze Programm finden Sie unter www.große-pläne.de. Zwischen Quedlinburgs historischer Alt- und historischer Neustadt gelegen, ist das Prinz Heinrich der Anlaufpunkt für jeden Genießer. Erleben Sie schöne Momente an der Bar, in den kleinen, gemütlichen Nischen auf einer der beiden Ebenen im Restaurant oder auf unserer idyllisch am Mühlgraben gelegenen Terrasse. Wir zaubern Ihnen täglich eine deutsch-mediterrane Küche auf den Tisch. Mit frischen Produkten aus der Region, gewürzt mit Kräutern aus dem eigenen Garten. Verbringen Sie gemütliche Stunden mit Cocktails, guten Weinen und ständig wechselnden Bierangeboten vom Fass. Besuchen Sie uns und lassen Sie bei einem guten Essen alles andere hinter sich. Ihr Stadtrestaurant Prinz Heinrich in Quedlinburg. Yippie, yippie, yippie! Und wieder ein zufriedener Möbelmüller-Kunde. Möbelmüller in Thale bringt tolle Möbel und Küchen. Qualität, an der Sie lange Freude haben. Die Möbel von Müller. Möbelmüller in Thale. Das erste Einrichtungshaus in Sachsen-Anhalt mit TÜV-geprüfter Servicequalität. Yippie, yippie! Sterben, Tod, Bestattung, Themen, die wir gerne verdrängen. Und doch ist es ein gutes Gefühl, wenn alles geregelt ist. Feuerbestattung ist ökologisch, nachhaltig und zeitgemäß. Feuerbestattung in Quedlinburg. Menschlich, würdevoll, einfühlsam. Eine Altersvorsorge, da schneidern wir Ihnen gerne ein Angebot nach Maß. Schauen wir uns doch mal Ihre Finanzen an. Gucken Sie mal hier. Wohneigentum ist für Sie als junge Familie natürlich ein wesentlicher Bestandteil im Vorsorgemix. Andere wichtige Bausteine sind Absicherung und Vermögensaufbau. Und mit der Sparkasse sind über 51% Riester-Förderung drin. Dazu ein paar Aktien oder Fonds. Hallo. Mami, Mami, die Sparkasse ist ja eine Riesenbank. Ja, Schatz, aber bitte fass nichts an, ja? Für jeden die passende Altersvorsorge. Sparkassenfinanzgruppe. Deutschlands Nummer 1. Flüchtlinge legen Malereien frei. Fachwerkzentrum organisiert Seminare. Der bunte Hof, ein altes, bedeutendes Haus aus dem 16. Jahrhundert, wird seit 2013 als Modellprojekt substanzschonend und energieeffizient unter Leitung des Deutschen Fachwerkzentrums saniert. Künftig beherbergt es die Bibliothek der Stadt, den Ratssaal und zeitgemäße Wohnungen für auswärtige Gymnasiasten. Durch die finanzielle Unterstützung der Commerzbank-Stiftung und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt werden hier 2 Bauseminare für Flüchtlinge angeboten. Heute ist die gesamte Mannschaft vom Fachwerkzentrum hier, also aus dem Maurerbereich, Tischlerbereich, auch die Jugendbauhütler sind zugegen. Und wir machen ein Seminar für Flüchtlinge von der zentralen Aufnahmestelle in Quedlinburg. Es sind 8 Teilnehmer hier, 7 Männer und eine junge Frau. Und wir arbeiten in verschiedenen Gewerken, um traditionelle Handwerkstechniken zu vermitteln und auch die Kompetenzen der Flüchtlinge aufzunehmen. Und es wird zum Beispiel erlernt, wie man noch mit einer Bierlasur umgehen kann, wie man mit Bier streicht. Das macht ein junger
Maler aus einer Fachfirma, der es vor 4 Jahren bei uns mal gelernt hat und jetzt eigentlich in den Seminaren hervorragend wieder weitergibt. Wir nehmen jüngere Farbbeschichtungen an den Begrünungsfeldern von dem 16. Jahrhundert ab. Aber auch die Fachwerkkonstruktion des 16. Jahrhunderts, noch mit jüngeren Lehmputzen behaftet, wird ganz, ganz sorgfältig gereinigt, um Reste von Fassungsspuren aus dem 16. Jahrhundert noch erhalten zu können. Im Außenbereich wird das Sockelmauerwerk ertüchtigt. Erst wurde ausgefugt und jetzt wird mit einer ganz alten Technik, dem Dermaton, eingestampft, eine Abdichtung und Schutz für das Mauerwerk vor Wasser vorgesehen. Skalpell und Glasfaserpinsel gehören zum Handwerkszeug der Asylbewerber. Es ist eine sehr zeitaufwendige Arbeit, die viel Fingerspitzengefühl erfordert, und das haben die Teilnehmer des Seminars. Auf den alten Balken werden nach der Säuberung wieder die Malereien sichtbar. Von den Bekrönungsfeldern der Bibliothekstür sind alle ganz begeistert. Eine Malerei aus dem 16. Jahrhundert kam unter den Ölfarbschichten und einer Bierlasur aus dem 19. Jahrhundert zum Vorschein. Mitarbeiter des Fachwerkzentrums legen gemeinsam mit den Asylbewerbern die obersten Ölfarbschichten von weiteren Türrahmen und Feldern frei. Also man kann wirklich sagen, es sind alle hoch motiviert. Sie haben viel Spaß mitzukommen und sie sind auch sehr diszipliniert beim Arbeiten. Und das, was bisher wirklich umgesetzt wurde, zeigt, dass es hohes Niveau hat und wir sind sehr zufrieden mit der Gesamtleistung im Seminar. Es wird ja immer im Tandem gearbeitet. Das heißt, ein Teilnehmer vom Fachwerkzentrum nimmt mit einem Teilnehmer vom Seminar eine gemeinsame Arbeit in Angriff und setzt sie um, sodass eine ganz enge Betreuung auch möglich ist und wir sind alle sehr, sehr zufrieden. Es gibt aber auch im Außenbereich verschiedene Arbeiten. So muss die Ziegelwand abgerissen werden, denn hinter ihr verbirgt sich eine bauzeitliche Mauer, die ebenfalls wieder restauriert werden soll. Wir haben ja nächste Woche noch ein zweites Seminar. Dann von Dienstag bis Freitag. Bestandteil der Seminare sind Vorlesungen, auch Exkursionen. Teilweise werden die Vorlesungen auch auf Arabisch versucht zu halten, in ersten Worten. Aber nächste Woche kommt eine neue Gruppe von Teilnehmern. Also es wollen 8 weitere Menschen aus Quedlinburg mitkommen. Allerdings wollen die Teilnehmer der diesjährigen Woche auch wieder mitkommen. Und im Moment organisieren wir, dass wir vielleicht doch alle wieder auf die Baustelle mitnehmen können. Obwohl die Flüchtlinge sehr unterschiedliche und zum Teil artfremde Berufe ausgeübt haben, können sich alle für diese Sanierungstätigkeit mit historischen Handwerkstechniken begeistern und würden gern wiederkommen. Das Seminar dient der Feststellung handwerklicher Fähigkeiten der Flüchtlinge und der Erfolg wird ihnen mit einem Zertifikat und einer Dokumentation ihrer Arbeit bescheinigt. Das ist für die Asylbewerber bei einer späteren Arbeitssuche von großem Vorteil. Im Juni will das Fachwerkzentrum noch einen weiteren Schritt gehen. Unternehmen der Region, die Arbeitskräfte suchen, werden eingeladen, um sich selbst einen Eindruck von den Fähigkeiten der Asylbewerber zu verschaffen. Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Erleben Sie jetzt fantastischen Sound im neuen Dolby Atmos Studio. Exklusiv bei EP Schubinski in Quedlinburg. Jetzt auch in Thale. Tagespflege Sina Werner mit Hol- und Bringedienst sowie barrierefreien Räumen. Auch demenziell Erkrankte und Menschen mit Behinderung werden hier betreut. Montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr erwartet die Gäste eine abwechslungsreiche Beschäftigung, wobei natürlich auch individuelle Wünsche immer Berücksichtigung finden. Eine Mittagsversorgung ist Bestandteil der Tagespflege und auch eine stundenweise Betreuung ist möglich. Lassen Sie sich beraten. Rasen?
Das gibt's jetzt auch im Internet. Surfen mit bis zu 400 Mbits im Giganetz von Telecolumbus. Mit der Doppelflat für Telefon und Internet. Das ist echte Kabelpower. Schick lahmes Internet in die Kabine und wechsel auf Highspeed. Jetzt ab 19,99. Nur bei telecolumbus.de. Es ist wieder Zeit für das beliebteste Jazzfestival Mitteldeutschlands. Mit freundlicher Unterstützung der Ostharz Brennstoff GmbH. Ihr Partner für Heizöl, Diesel und Schmierstoffe. Zuverlässig, pünktlich, immer in Ihrer Nähe. Freuen Sie sich auf die Jazzhochburg im Fachwerk-Idyll bei den 14. Quedlinburger Dixieland- und Swing-Tagen. Vom 24. bis 26. Juni sorgen wieder namhafte Bands für super Stimmung in der Stadt. Verpassen Sie auf keinen Fall das Eröffnungskonzert am Marktkirchhof, Jazz in der City und vieles mehr. Erleben Sie Quedlinburg bei Jazz- und Dixie-Klängen im Marktkirchhof, in der Steinbrücke, in den beteiligten Hotels und Restaurants und auch im Kaiserhof heißt es Ende Juni Keep Swinging. Zwar ist der Dixie-Train längst ausverkauft, allerdings gibt es schon jetzt Tickets für den zweiten Quedlinburger Herbst-Dixie im September. Alle Informationen und Tickets bekommen Sie jetzt online unter www.quedlinburg-swing.de und Ihr Hotel buchen Sie am besten unter www.quedlinburg.de. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Wird Deutschland Europameister, dann gewinnen auch Sie. Und zwar 2 Monate Highspeed surfen und telefonieren gratis. Jetzt ab 19,99. Nur bei telecolumbus.de. Freie Fahrt auf der B79. Bahnübergang für den Verkehr wieder freigegeben. Auf dieses Bild mussten die Halberstädter fast 2 Monate warten. Jetzt ist es endlich vollbracht. Seit Donnerstagnachmittag heißt es wieder freie Fahrt auf der B79 Quedlinburger Landstraße. Entstanden ist ein neuer, moderner Bahnübergang, der den heutigen Anforderungen und Standards gerecht wird. Neben neuer Signaltechnik gibt es nun außerdem zu beiden Seiten Fuß- und Radwege. In der Mitte der Fahrbahn trennen 2 Verkehrsinseln die Fahrspuren. Vorschrift an Bahnübergängen auf Bundesstraßen. Einzig die Schrankenanlage wurde nicht termingerecht fertiggestellt. Bis zum 16. Juni wird die Behelfsanlage durch Bahnmitarbeiter bedient. Die nächste Baustelle steht allerdings schon in den Startlöchern. In wenigen Tagen beginnen die Halberstadtwerke mit den Arbeiten an der Hauptwasserleitung unter der Klusstraße. Ab dem 30. Mai werden wir hier anfangen, den nächsten Bauabschnitt zu beginnen. Das heißt, im letzten Jahr hatten wir ja schon angefangen, die Klusstraße mit einer neuen 500er Wasserleitung auszustatten. Und in diesem Jahr geht es halt weiter, wie gesagt, vom 30. Mai bis geplant 30.11.2016. Ab hier vorne Ecke Minna-Bollmann-Straße, Spielmannstraße bis zum Bahnübergang in der Klusstraße. Warum ist das nötig? Die Leitungen, die hier in der Erde liegen, sowohl abwasserseitig als auch wasserversorgungsseitig, sind mittlerweile über 100 Jahre alt. Die Wasserleitung ist eine alte Gussleitung und es ist schon erstaunlich, dass sie so lange so gut durchgehalten hat. Aber wir sind halt auch gezwungen, irgendwie die Leitungen mal zu erneuern, um allein den hohen Qualitätsstandard des Trinkwassers in Halberstadt weiterhin zu gewährleisten. Da werden sich viele Halberstädter wahrscheinlich trotzdem nicht drüber freuen, dass sie jetzt hier die nächste Baustelle vor die Nase gesetzt bekommen. Was wird es für Umleitungen geben? Wie wird das verkehrstechnisch laufen? Die Umleitungen, auf die wir im Prinzip keinen Einfluss haben, sind gewährleistet über die Spielmannstraße, Oststraße, Dieselstraße. Es wird während der ganzen Baumaßnahmen für Anlieger, die zu den einzelnen Gewerbetreibenden möchten, die Möglichkeit geben, die Gewerbetreibenden zu erreichen. Es ist eine Zufahrung zur Klusstraße möglich.
Bereich und die Abfahrung erfolgt dann über den östlichen bzw. westlichen Bereich. Während der ganzen Baumaßnahme wird es eine Zufahrt in die Klusstraße auf jeden Fall geben, sodass alle Gewerbetreibenden erreichbar sind. Die Abfahrt erfolgt dann aber nicht über Klusstraße, sondern über Feuerbach und Mehringstraße auf der östlichen Seite und auf der westlichen Seite dann über die beiden entgegenliegenden Straßen. Hier kommt gerade eine Straßenbahn durchs Bild gefahren. Wie sieht es für den öffentlichen Nahverkehr in der Zeit aus? Der öffentliche Personennahverkehr, sprich Straßenbahn und Bus, ist auf jeden Fall gewährleistet. Es wird während der Sommerferien wird es circa 2 Wochen lang nicht möglich sein, weil die HVG auch noch an den Gleisen Arbeiten vornimmt. Und dann wird es halt einen Schienenersatzverkehr halt geben in der Stadt Halberstadt. Am Bahnübergang vorne soll ja auch einiges passieren. Das trägt dann wahrscheinlich zu der Sperrung bei. Ja, der Bahnübergang, den müssen wir in einem Spülverfahren, müssen wir da an die bestehende Leitung in der Klusstraße hinter dem Bahnübergang halt anschließen. Das bedarf auch einer gewissen Planung mit der Deutschen Bundesbahn. Und das ist auch nicht ganz einfach, da alle Genehmigungen zu bekommen. Die haben wir aber alle. Und darum werden wir ca. 14 Tage lang damit zu tun haben, den Anschluss auf die andere Seite der Klusstraße hinzukriegen. Seit 6 Jahren planen wir die ganze Baumaßnahme. Wir haben in der Quedlinburger Straße neue Leitungen verlegt. Wir haben Bypässe verlegt in der Spielmannstraße zum Beispiel, um weiterhin die Wasserversorgung gewährleisten zu können. Es ist einfach ein Resultat einer langen Planung, lange überlegt, welches Verfahren das beste wäre. Und es geht grundsätzlich nicht darum, die Autofahrer zu ärgern, sondern es geht darum, die Wasserversorgung in Halberstadt lange zu gewährleisten und auch vernünftig zu gewährleisten, weil Wasser immerhin das meistgeprüfteste Lebensmittel in Deutschland ist und wir an bestimmte Qualitätsgeschichten einfach gebunden sind. Darüber machen sich die meisten Autofahrer bisher aber wenig Gedanken und sind dankbar für die nun wieder freie B79. Also wir sind jetzt endlich froh, dass nach wochenlangen Sperrungen diese Bahnstrecke wieder geöffnet ist und freuen uns über diese Fertigstellung. Auch vor der Agentur für Arbeit wird demnächst gebaut. Vom 27. Juni bis Ende November sollen Straßen, Gehwege und Straßenbeleuchtung erneuert werden. Es bleibt also vorerst spannend auf Halberstadts Straßen. Auf Spurensuche von Harzer Sagen und Mythen. Die Reise vom Bodetal bis zum Brocken. Kreischende Hexen und Teufel mit leuchtenden Augen treiben jedes Jahr am 30. April ihr Unwesen im Harz. Dann findet in vielen Orten die legendäre Walpurgisnacht statt, um so die kalte Jahreszeit zu vertreiben. Ein Brauch, den es so schon im Mittelalter gegeben hat. Dieses Spektakel lockt immer wieder zehntausende Besucher in den Harz. Besonders der sagenumwobene Hexentanzplatz in Thale steht dann im Mittelpunkt des mystischen Treibens. Die altsächsische Kultstätte entwickelt mit vielen Veranstaltungen ein einzigartiges Flair und macht den 30. April bundesweit zur Nacht der Nächte im Harz. Auch tagsüber versprüht die Landschaft rings um den Felsen eine sagenhafte Atmosphäre. Mit seinen steilen Wänden und den urwüchsigen Wäldern verzaubert das Bodetal aber nicht nur Naturliebhaber. Zahlreiche Angebote und Veranstaltungen locken das ganze Jahr über in das gewaltigste Felsental nördlich der Alpen. So bietet die Seilbahn Thale Erlebniswelt unzählige Freizeitangebote für die ganze Familie. Kinder können sich in einem der vielen Funparks austoben oder einen rasanten Ritt im Hexenkessel erleben. Ein absolutes Muss ist die Fahrt mit der Seilbahn. Die mit Glasfußboden ausgestatteten Kabinen ermöglichen dabei einen ungehinderten Blick in die Tiefe und schweben sanft hinauf zum Hexentanzplatz. Oben angekommen erblickt man die direkt gegenüberliegende Rosttrappe. Von hier aus haben sie eine fantastische Sicht in das Bodetal und bei klarem Wetter sogar bis zum Brocken. Erleben Sie außerdem zahlreiche kleine Highlights bei den verschiedenen Darbietungen unter freiem Himmel im Harzer Bergtheater Thale. Die besondere Lage macht das Freilufttheater zu einer der schönsten Open-Air- und Naturbühnen Europas. Auch Mountainbiker und Rennradler wissen die natürliche Schönheit des Bodetals zu schätzen. Während Kletterer abseits der Naturschutzgebiete ihrem Hobby nachgehen können, präsentiert die Bodetal-Therme Thale allen Wellnessurlaubern einen einzigartigen Panoramablick. Die magische Mittelgebirgswelt bietet jedenfalls zahlreiche Möglichkeiten für ihren Aktivurlaub in einer abwechslungsreichen Landschaft. Knochige Wurzeln, versteinerte Silhouetten und plätschernde Bäche ziehen jedes Jahr zehntausende Wanderer und Naturfreunde in ihren Bann. Erkunden Sie die Wanderwelt des Bodetals bei einer Wanderung auf dem beliebten Harzer Hexenstieg.
Der rund 100 Kilometer lange Fernwanderweg führt von Thale einmal quer über den Harz bis nach Osterode und wurde 2008 als Deutschlands schönster Wanderweg ausgezeichnet. Der Harzer Hexenstieg beginnt hier im Bodetal. Und das Bodetal ist sicherlich einer der landschaftlich spektakulärsten Bereiche von dem Harzer Hexenstieg. Die Gäste sind immer wieder überrascht, hier im Mittelgebirge eine solch alpin anmutende Felsenlandschaft vorzufinden. Wir bieten den Gästen verschiedene Möglichkeiten an, den Harzer Hexenstieg kennenzulernen, entweder bei mehrtägigen Wanderprogrammen ohne Gepäck, bei einem Kurzwanderprogramm oder auch bei einer unserer Erlebnisführungen mit der Hexe, die Geheimnisse aus der Hexenwelt verrät. Natürlich kommen Sie so auch auf den mit 1142 Metern höchsten Gipfel des Harzes, den Brocken. Mit jährlich über 2 Millionen Besuchern zählt er zu den beliebtesten Ausflugszielen der Region. Viele berühmte Persönlichkeiten hinterließen hier in den vergangenen Jahrhunderten bereits ihre Spuren. Hinauf führen zahlreiche Wege. Wanderer können dabei zwischen Routen mit unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit wählen. Trotzdem ist eine Brockentour kein einfacher Spaziergang. Und wer nicht gern zu Fuß unterwegs ist, der nutzt einfach die historische Brockenbahn. Seit 1899 fährt mit Unterbrechung durch die deutsche Teilung die schmalspurige Brockenbahn mehrmals täglich hinauf zum Gipfel. Oben angekommen genießt man erst einmal die Aussicht mit 360 Grad Blick. Tief bis ins Vorland hinein und über 150 Kilometer weit reicht hier die Aussicht bei gutem Wetter. Kein Wunder also, warum der Berg viele Wanderer immer wieder ruft. Als besonderes Original gilt Benno Schmidt, auch besser bekannt als Brocken-Benno, der den Berg seit 1989 fast täglich besteigt und somit den Guinness-Weltrekord hält. Ich will ja in diesem Jahr noch die 8000 schaffen. Mein Ziel ist es bis zum 3. Oktober diesen Jahres. Ich hoffe, dass ich es schaffen werde. Aber ich denke schon, ich bin zwar zwischendurch auch mal in Urlaub, aber der Brocken bleibt das Hauptziel. Für alle, die einen längeren Aufenthalt im Nationalpark Harz planen, bietet das Brockenhotel ideale Übernachtungsmöglichkeiten. Buchen Sie hier einfach ein Zimmer und genießen Sie die schöne Natur bereits vom Fenster aus. Ein besonderes Highlight auf dem Brockenplateau ist die Rockoper Faust. Seit 10 Jahren inszenieren die Harzer Schmalspurbahnen eine rockige Variante von Goethes weltbekanntem Meisterwerk. Mit großem Erfolg. Immer wieder sorgt das Ensemble um den Unterweltfürsten Mephisto für einen ausverkauften Goethesaal im Brockenhotel. Dieses Rockspektakel soll dann in Zukunft sogar ganzjährig angeboten werden. Begeben Sie sich doch einfach selbst auf die Spuren von Harzer Sagen und Mythen. Dabei erwartet Sie eine spannende Reise vom Bodetal bis zum Brocken. Bildromantisch und sagenhaft schön. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Die MDR Kammersymphonie begrüßt Sie um 17 Uhr zum 16. Benefizkonzert in der Quedlinburger Stiftskirche. Mit dem Kauf einer Konzertkarte zum Preis von 25 Euro unterstützen Sie das Wohnmodellprojekt Marschlinger Hof der Lebenshilfe in Quedlinburg. Tierfreunde, aufgepasst! Der Tierpark Westerhausen feiert mit euch. Am Sonntag erwarten euch zum Tierparkfest eine Papageienshow, das Theater Fairy Tale und vieles mehr. Verpasst außerdem nicht die Einweihung des neuen Spielplatzes um 11 Uhr. Alle Freunde der Chormusik sind am Sonntag in Halberstadt herzlich willkommen. Der Post- und Telekom-Chor begrüßt Sie ab 15 Uhr zum großen Jubiläumskonzert anlässlich des 65-jährigen Bestehens. Der Eintritt ist frei. Veranstaltungen im Harz. Erleben Sie die Top 6 von Deutschland sucht den Superstar im Harzer Bergtheater Thale. Wir sind die Top 6! Vielen Dank, dass ihr so fleißig für uns angerufen habt. Wir sind so glücklich, ihr habt den 22.05. gebe ich gemeinsam.
Die Top 6 von DSDS am 5. Juni live im Harzer Bergtheater. Tickets und alle weiteren Infos finden Sie auf www.bodetal.de. RFH präsentiert Kabarett Genial im Juni mit Monika Blankenberg. Liebe Faltenträger, liebe Alterspigmentierte und solche, die es werden wollen, freuen wir uns doch auf einen Abend gemeinsamen solidarischen Alterns. Es gibt für jeden Blödsinn gibt's einen Stichtag, nur fürs Altern nicht. Verstehe ich gar nicht. Da wüsste man doch, wo man dran ist, wenn auf einmal jemand hinter ihn steht, ihn auf die Schulter klopft und sagt, Tag, Frau Blankenberg, ich bin Ihr Alterungsprozess, von heute ab geht's abwärts, da wolle Mama. Sie werden geboren und schon geht's los. Ja? Aber niemand würde beim Anblick eines Neugeborenen sagen, guck mal, wie süß das altert. Sorgen sind ja wie die berühmte böse Schwiegermutter. Ungefragt stehen sie vor der Tür, kommen rein, bleiben länger, manche gehen gar nicht. Und sie hinterlassen Spuren, dummerweise immer im Gesicht. Ich hab so viel Körper. Ticketinfos und das gesamte Programm im Überblick finden Sie online unter www.kabarett-genial.de. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Erleben Sie die schottische Art zu feiern beim 7. Bagpipe and Drums Festival in Quedlinburg. Am 10. und 11. Juni präsentiert das schottisch-irische Event wieder tolle Highlights, neue Ideen und ein abwechslungsreiches Programm auf dem Gelände der Stadtwerke. Start ist am Freitag um 19 Uhr mit einer Stepptanzshow der Extraklasse, kombiniert mit Irish Folkrock. Samstag geht es um 14 Uhr weiter mit dem Umzug einer Massenpipeband vom Marschlingerhof bis zum historischen Rathaus. Nach dem kurzen Intermezzo folgt dann ab 15 Uhr das Hauptprogramm auf dem Festplatz der Stadtwerke mit verschiedenen Pipebands, Chören und Tanzgruppen. Freuen Sie sich auf ein kurzweiliges Programm mit vielen Höhepunkten und Live-Moderation. Die Schotten kommen am 10. und 11. Juni. Mit freundlicher Unterstützung der Ostharz Brennstoff GmbH, Ihr Partner für Heizöl, Diesel und Schmierstoffe. Zuverlässig, pünktlich, immer in Ihrer Nähe. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. 305 und im Internet unter koba-jobcenter-harz.de. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wir sind heute zu Gast in Garmisch-Partenkirchen bei einem unheimlich sympathischen Paar. Beide nehmen regelmäßig Knobi-Vital. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich heute hier sein darf. Rosi Mittermeier und Christian Neureuther. Jetzt habe ich gehört, dass ihr beide schon ein bisschen länger Knobi-Vital nehmt. Wie seid ihr denn eigentlich da drauf gekommen? Wo waren wir am Tisch gesessen? In Nürnberg bei einer Veranstaltung. Bei einer Veranstaltung einer Krankenkasse. Und dann hat uns jemand auf Knobi-Vital angesprochen. Und wir sagen es ganz ehrlich, wir kannten es nicht. Und dann haben wir eine Flasche gekriegt.